Willkommen zurück, wir sind wieder da, wir spielen Minecraft, wir müssen jetzt hier mal uns überlegen, eigentlich, wie machen wir das jetzt mit dieser Burg da und so. Und ich hätte aber gesagt, wir machen vorher mal was anders. Das ist nämlich irgendwie langweilig, wenn wir nur sowas machen. Wir nehmen das mit, was wir mitnehmen und gehen so, wie wir gehen. Wenn wir die Sachen haben, da wir haben nur keine Pfeile. Das wäre ein bisschen Blödsinn, wenn wir jetzt ohne Pfeile losgehen würden, ne? Irgendwie wird das nicht ganz so viel Sinn ergeben. Wir nehmen mal mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brauchen wir so viele? Nee, definitiv nicht. Die nehmen wir mit, wenn wir nicht mehr haben. Dann ist das so. Dann nehmen wir kurz die Ender Chest. Haben wir noch irgendwo einen hier stehen? Ne, die haben wir alle weggetan. Das ist dann auch okay so. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die hier und da tun wir mal Pfeile rein. Ah, da ist nicht genug Platz. Dann tun wir die nicht hier rein, sondern das sah wahrscheinlich so aus, weil da ein paar Säulen gesteckt sind. Aber wir können die hier in die Steigerbox tun, wo wir Raketen haben. Das finde ich gut. Das heißt, falls wir die brauchen sollten, haben wir definitiv welche da. Wir haben Fackeln da. Wir können halt jetzt wunderschön mit der Elytra wunderbar fliegen. Wir fliegen auch Richtung Süden, würde ich sagen. Das ist nämlich immer schön entspannt. Schön hier von dem Zähler hier ab nach Süden. Wir könnten jetzt natürlich auch fliegen im Boot fahren, aber guck mal, wir sind jetzt schon so weit geflogen. Hier sind schon gefühlt 100 Blöcke. Und wir sind jetzt mit innerhalb von ein paar Sekunden, weiß ich nicht. Wir können aber mal kurz gucken, bevor wir losfliegen. Bitte Statistiken. Distance bei Elytra. 1275 Kilometer. Die 1275. Schreiben wir in meinen Chat. Das sind ja quasi 1275.000 Kilometer. Also, ne? Zack. Guck mal, wir sind über den Wolken. Ach ne, nicht ganz. Wir sind ein bisschen unter den Wolken. Aber wir können jetzt theoretisch hier lang fliegen. Dann hier lang fliegen. Also je nachdem, wie weit wir kommen. Ich meine, das sehen wir, guck mal, wir sind da. Das ist krank. Also, so gut fliegen, das ist geil, dass wir einen Dreizack haben. Also, ehrlich. Wir müssen halt erstmal ein Stück fliegen, damit wir in eine Gegend kommen, wo wir definitiv ja, die Dings, also wo wir definitiv weißt schon, ne? Definitiv, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Neue Sachen finden können. Na, wir müssen vielleicht doch hier zum Wasser. Okay, jetzt haben wir es nicht geschafft, so zu fliegen. Lasst euch von diesen komischen Chunks nicht irritieren, die sind irgendwie vorgerendert. Ich habe keine Ahnung, was da so abgeht. Ob die richtig sind, das wissen wir erst, wenn wir da sind. Weil manchmal hat das kommen wir hier vorbei in das Wasser. Genau, hier ins Wasser will ich. Sehr schön. Das sieht schon gut aus. Die Frage ist nur, hier ist ein Tripstone. Ja, gut. Von Tripstone hier im Wasser wächst. Einfach sonstiges daneben. Gut, das war irgendwie nicht so wirklich vielversprechend. Kommen wir irgendwo hier so. Wir müssen nur hier rüber. Na, das wird wahrscheinlich auch nichts. Wir müssen wahrscheinlich hier nochmal gucken, dass wir irgendwo hinkommen. Wir haben ein Bett dabei. Ja, haben wir definitiv.
Ah ne, wir wollten ja auch wenn dann schlafen. Und das bringt sowieso nichts. Nur rein draufklicken und das wieder abbauen. Dann fliegen wir nochmal eine Runde. Wir müssen nur einen Spot finden, wo wir nach oben können. Ja, das ist schon idyllisch hier. Aber... nicht das Beste hier. Gut, erstmal schlafen. Dann haben wir schon mal ein paar... bisschen Tageslicht, weil bei Tageslicht ist das schon schöner. So, jetzt gehen wir hier wieder nach oben. Oder gehen wir hier dadurch wunderbar durch rein. Hier haben wir schon mal Wasser, das ist schön. Aber noch nichts Neues. Oben hier ist auf jeden Fall, doch hier sind jetzt definitiv neu generierte Chunks, weil wir hier nicht waren. Fliegen wir doch dahin, mal gucken, ob das. Doch, da sind tatsächlich sind da. Da sind tatsächlich sind da die Cherrywood Bäume. Ja, dann müssen wir hier auch definitiv mal zwei, drei Stück abbauen. Da ist sogar ein Bienenkasten am Cherrywood. Cool. Damit da noch ein Baumstamm. Ja, wir müssen den schon abbauen, damit die. Ich denke, wir müssen auch mal hier die Dings hier tauschen. So. Das ist schön. Wunderbar. So, da haben wir schon mal unseren ersten Sapling. Guck mal, 23 Holz schon mal, das ist auch schön. Ich meine, die Frage ist halt, ob wir das brauchen. Dass er mir dann irgendwann, wahrscheinlich als Baublock wird das irgendwann mal richtig schön werden. So, jetzt müssten sie ja eigentlich die spawnen. Was geht denn mit den Blumen ab? Ah, guck mal, die kann man sogar ernten. Man kriegt sogar richtig viele raus, das ist cool. 4 Stück oder was? Also wenn die, ja, ne? 4 Stück kriegst du raus. Kannst sie sogar mit der Hand ernten, so, das schickt dann auch. Beziehungsweise können wir eigentlich hier den Stack noch voll machen. 37, 39, 53, 57, 61, 63, 64, passt. Den sieht er raus damit. Brauchen wir nicht. Jetzt haben wir wieder zwei mehr. Das heißt auch, guck mal, aber hinter, zack, zack, fertig. So, hier haben wir auch wieder ein paar. Jetzt sieht es 14. So, 16 hätte ich schon eigentlich ganz gerne. Dann geht man nämlich nicht so komplett leer mit hier aus. So, was haben wir denn noch Schönes? So, 16 Stück, komm. Die könnt ihr mir doch noch gönnen hier. Also, sind ja quasi noch 2 Stück. Noch einer. Da sind heute Plinks. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Jetzt haben wir 16, 17 Stück schon. Das ist gut. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch einen sehen, nehmen wir den mit. Ansonsten nicht. Dann gehen wir mal gucken, was wir so finden hier. Sprinten mal hier rüber. Hier ist nur Ruhe im Portal. Das heißt, wir können eigentlich mal hier rüber gehen. Stoppt er mir Obsidian. Den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Flint finden wir mehr wie genug. Das ist egal. Und jetzt ist nämlich weg, dieser Chunk, der hier eben geladen hat. Naja, ich würde sagen, wir gehen mal hier Richtung Wasser. Da ist auch wieder eine Biene rum unterwegs am Fliegen. Da ist auch das Bienenstöckchen dazu. Kann man halt nur nachts abbauen, weil die sonst draußen sind.
So, wir fliegen einfach mal hier irgendwo in eine Richtung und können dann eigentlich in eine Höhle reingehen. Beziehungsweise hoffen wir uns mal, dass wir irgendeine Höhle finden. So, wir können jetzt so fliegen. Zack, zack, zack. Oh, warte mal. So fliegen wir nicht weiter. So sind wir nämlich direkt irgendwo im Nirgendwo. Was sehen wir hier? Ist irgendwo eine Höhle oder ist das nur so ein... Das sieht eher so aus wie was Kleines. Da will ich nicht rein. Sieht eher aus wie so Zeitverschwendung. Deshalb, wir gucken mal, was wir so über Over Ocean sehen. Wo wir da hinkommen. Da ist auf jeden Fall ein Schiffswrack. Jetzt sind wir schon irgendwo vorbeigeflogen, weil ich das schon wieder nicht sehe. Ist egal. Ist auch eigentlich gar nicht so wichtig, ne? Hauptsache, wir fliegen über Kopf, ne? Und hier ist auch wieder so ein Monument. Da können wir auch ganz schnell ganz weit weg von gehen. Da will ich nichts mit zu tun haben. Ich will eigentlich nur, irgendwo Land haben. Da ist Land. Da ist Land. Wunderschön. Jetzt wollen wir nur noch irgendwie einen Höhleneingang oder sowas. Zack. Ist das was? Also hier gibt es auf jeden Fall was hoch. Ja, gut, dann sind wir halt drin. Dann sind wir halt drin. Aha. Ausgestrickst. Aber hier ist auch irgendwie Clay, hier ist irgendwie alle Dokumente auch. Hier ist auch sowas. Warte ich mal runter. Was aber da gerade passiert ist. Also hier ist definitiv... Keine große Höhle, das wollte ich sagen. Keine große Höhle, also wir gehen hier definitiv wieder raus. Das ist so. Zack, da sind wir schon mal so fast draußen. Und hier ist wahrscheinlich auch nicht so furchtbar viel. Also wir müssen nur eine große Höhle suchen, das ist alles. Ich habe auch noch nicht verstanden, warum ich manchmal so viel Boost kriege und manchmal nicht. Hat das was damit zu tun, ob ich hier im Elytra-Flug bin oder... Das sieht halt irgendwie so... Keine Ahnung, so Standard hier aus. Ja, weiß ich nicht warum. Nichts Besonderes, nichts... Nichts irgendwie, Dingen sind hier. Keine besonderen Höhlen, das ist einfach nur Dings, die das wahrscheinlich... Ist das so eine Schlucht, Unterwasserschlucht, Gedönses? Also hier sieht man auf jeden Fall definitiv so ein Leuchtflechten. Aber auch irgendwie nicht mehr. Das ist ein bisschen Kohle, ja gut. Gerade noch genug Fackeln, das heißt, brauchen wir nicht. Aber auch irgendwie... Nichts da ist vielleicht was. Man weiß es nicht. Nö, hier ist auch nichts. Das ist irgendwie nur so ein... So eine Attrappe. Das sind Hundis. Der sieht aber anders aus. Neue Textur. Hallo.
Aber ich habe keinen Knochen, also kann ich euch nicht mitnehmen. So. Da ist wieder ein ruiniertes Portal. Eine Ruine. Gibt es hier irgendeine Kiste? Mit Blödsinn, Alter. Zack. Da ist wieder ein Dschungel. Das ist halt nichts, was man so braucht. Ich will eigentlich eine Höhle haben. Aber irgendwie ist... ist da gerade nichts mit Höhle. Na gut. Dann müssen wir halt gucken, nächste Folge weitersuchen. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es sich verändert, lasst eine positive Wertung da. Ja, da ist ein paar nah, aber die können wir nicht mitnehmen.